Ja, und 5 Jahre in Gefangenschaft der Taliban. Das hat eine kanadisch-amerikanische Familie erleben müssen, die am 11. Oktober aus der Gefangenschaft befreit werden konnte. Ja, Caitlin Kolema und Joshua Boyle wurden 2012 beim Wandern in Afghanistan verschleppt. Und Caitlin war zu dem Zeitpunkt schwanger. Sie bekam insgesamt 3 Kinder in der Gefangenschaft. Eins der Babys wurde von den Islamisten getötet. Mehrmals wurde sie vergewaltigt. Ihr Mann entging nur knapp einer Hinrichtung. Ja, und zurück auf kanadischem Boden gab Joshua Boyle sichtlich bewegt am Flughafen folgendes Statement ab. The stupidity and the evil of the Haqqani networks, kidnapping of a pilgrim and his heavily pregnant wife, engaged in helping ordinary villagers in Taliban-controlled regions of Afghanistan, was eclipsed only by the stupidity and evil of authorizing the murder of my infant daughter. As retaliation for my repeated refusal to accept an offer that the criminal miscreants of the Haqqani network had made to me, and the subsequent and the stupidity and evil of the subsequent rape of my wife, not as a lone action by one guard, but assisted by the captain of the guard and supervised by the commandant Abu Hajar of the Haqqani network. God willing, this litany of stupidity will be the epitaph of the Haqqani network. Ja, und bei mir ist jetzt mein Kollege Björn Stritzel. Die Taliban-Terroristen, die veröffentlichten ja mehrere Videos von ihren Geiseln. Vielleicht die Frage an dich, was waren die Forderungen? Also die Forderungen wurden in den Geiselvideos nie spezifiziert. Es wurde immer nur von den Geiseln gesagt oder gebeten an die Regierungen, bitte die Forderungen der Geiselnehmer zu erfüllen. Das deutete so ein wenig darauf hin, dass es um einen Gefangenen oder ja, Gefangenenaustausch geht. Wir haben es ja eben auch schon mal gehört, das waren nicht die Taliban selbst als Organisation, sondern ein mit den Taliban eng verbündetes, ja, mehr oder weniger Mafia-Netzwerk, das sogenannte Haqqani-Netzwerk. Mehrere Mitglieder, hochrangige Mitglieder des Haqqani-Netzwerks, das im Osten Afghanistans und in der Grenze zu Pakistan, der Region vor allem aktiv ist, befinden sich in Gefängnissen, entweder in Pakistan oder auch in US-Haft. Und es wurde dann versucht, diese anscheinend über diese Geiselnahme frei zu pressen. Und am 11. Oktober ist es gelungen, die Gefangenen zu befreien. Wie genau haben die Kräfte das geschafft? Wie ist das abgelaufen? Also es scheint, dass diese Geiseln verlegt werden sollten von einem Stützpunkt des Haqqani-Netzwerks in Afghanistan nach Pakistan. Und diese Gefangenenverlegung hat anscheinend ein US-Geheimdienst oder mehrere US-Geheimdienste haben davon Wind bekommen, haben dann am selben Tag noch das pakistanische Militär informiert, die dann wiederum eine Befreiungsaktion gestartet haben, als dieser Konvoi mit den Gefangenen im Auto sich nach Pakistan bewegt hat. Da kam es dann zu Schusswechseln. 5 der Geiselnehmer wurden dabei getötet. Der Vater wurde dann durch Splitter leicht verletzt. Und so lief dann diese Gefangenenbefreiung ab. Muss man dazu sagen, dass es nach 5 Jahren, das ist natürlich eine lange Zeit ist, dass der US-Geheimdienst es geschafft hat, das zu lokalisieren. Das ist, sagen wir mal, doch schon eine anerkennenswerte Leistung, weil dieses Haqqani-Netzwerk dafür bekannt ist, dass es sehr clandestin, sehr, sehr auf Sicherheit bedacht ist, sehr gut operiert, sehr gut vernetzt ist in der Region und in seine Strukturen eigentlich relativ wenig Einblick lässt. Und wie kann man sich dann so eine Gefangenschaft in so einem Netzwerk vorstellen, die ganzen 5 Jahre lang? Also wir haben ja so ein paar Aussagen der Geiseln schon gehört. Das ist natürlich, also da braucht man nicht viel Fantasie dafür, sich vorzustellen, dass eine Geiselnahme ohnehin ausgesprochen strapaziöse Angelegenheiten, also eine ausgesprochen belastende Angelegenheit ist, immer mit dem Tode bedroht zu werden über Jahre. Dazu kommt, dass natürlich diese Gegenden da, Waziristan, diese afghanische
pakistanische Grenzgebiet, jetzt nicht zu den Regionen der Erde gehört, wo sagen wir mal, der Wohlstand am größten ist. Also sprich, da ist das, was die Bevölkerung da ohnehin schon notleidet, das ist natürlich, dass da Geiseln nicht zwangsläufig da unter den besten Bedingungen untergebracht werden. Es steht auch die Behauptung im Raum, dass eines der Kinder getötet wurde oder eines der Babys getötet wurde, dass die Frau vergewaltigt worden sei. Die Taliban haben das, ein Sprecher der Taliban hat das dementiert, hat behauptet, das wäre nur aufgrund von schlechter Nahrung, Nahrungsversorgung gestorben. Also wie auch immer, aber es ist natürlich, grauenvolle Bedingungen. Und das war vielleicht auch etwas fahrlässig, als Paar jetzt in eine Gegend wie Afghanistan zu pilgern. Tragen die beiden eine Mitschuld an dem, was passiert ist? Ich finde es immer ein bisschen schwierig, dann von Schuld zu sprechen, weil die haben sich ja natürlich nicht selbst entführt. Aber also Schuld sind natürlich einzig und allein die Geiselnehmer. Mhm. Allerdings ist es natürlich fraglich, ob das eine weise Entscheidung ist, wenn man im fünften Monat schwanger ist, so wie es die Frau damals war, die hat das erste Kind in Gefangenschaft bekommen, sich im fünften Monat schwanger nach Afghanistan zum Wandern zu begeben, zumal sie dann eben noch da in Ostafghanistan, wo eben das Haqqani-Netzwerk sehr stark ist, wo auch die Taliban sehr stark sind. Also ob man da wandern muss, ich glaube, es gibt nicht ohne Grund, dass die Regierungen sämtlicher westlicher Staaten davor warnen, sich nach Afghanistan zu begeben als Zivilist und schon gar nicht zum Wandern und so vorbereitet. Insofern kann man da nur deutlich davon abraten. Österreich ist auch schön zum Wandern. Da hast du recht. Dann vielen Dank an meinen Kollegen Björn Stritzel.